Vor 100 oder 1 Million Jahren hatte der König des Landes Furz, Pups, Kacke ein komisches Gefühl. Er dachte, es wäre einfach nur eine Krankheit, aber es war etwas ganz anderes. In 100 Jahren oder 1 Million Jahren sollte es Hunger heißen. Und er wusste nicht, was er dagegen tun sollte. Also kam sein Diener. Der Diener wusste auch nicht, was zu tun ist. Er dachte, ach, dieser dumme König, was macht er nun mit sich heutzutage? Das ist bestimmt nur eine Krankheit, er ist ja so dumm. Und das stellte sich auch heraus, dass er dumm war, aber niemand wusste, dass er sogenanntes Hunger hat. Und Hunger war nicht leicht zu bekämpfen. Man sollte irgendwas in den Mund nehmen, was dir schmeckt, und runterschlucken. Aber der König wusste das natürlich nicht, weil das ja vor 1 Million Jahren war, wo es nur Dinosaurier gab, und der Diener wusste auch nicht mehr weiter. Der König sagte, der sogenannte Honk ging hinfort und bringt dem König was aus dem Schlaraffenland. Der Diener kam mit einem Stück Duplo zurück. Als der König das Duplo sah, wusste er direkt, dass sie Seelenverwandte waren. Der König gestand dem Duplo seine Liebe und das Duplo empfand das Gleiche. Und so heiratete der König das Duplo. Und sie lebten glücklich, bis der König sie aufgefressen hatte.